Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute ganz kurz mit einem kleinen Trick, wie man einen Ordner hier unter Windows 10 unsichtbar machen kann, beziehungsweise ja, etwas verstecken kann, damit es nicht so schnell ja, gefunden werden kann von, weiß ich nicht, neugierigen Mitbewohnern oder Kollegen, wie auch immer. Ich habe mir jetzt hier einen Ordner erstellt als Beispiel. Da sind ein paar Bilder drin zum Beispiel und Unterordner auch. Ich erstelle mir jetzt zum Beispiel einen neuen Ordner und nenne es meinetwegen geheim. Und wir können jetzt natürlich hier über Eigenschaften hidden verstecken. Dann ist es ja auch weg hier. Müssen nur kurz zack und das wird jetzt hier nicht angezeigt. Dieser Trick, diese Option hier, ja, jeder kennt, kann sich ihn hier rüber wieder anzeigen lassen und ja, schon können Sie hier schnell finden den Ordner. Was wir jetzt noch mal ein bisschen besser verstehen können, ist, wenn wir jetzt hier auf dem Ordner nochmal mit der rechten Maustaste unter Eigenschaften Customize, ja, und dann wir wählen ein Icon, einen anderen Icon ändern und dann nehmen wir jetzt hier das hier, ja, zack. Apply und schon sieht das so aus, also da ist jetzt kein Icon mehr zu sehen auf dem ersten Blick. Was jetzt noch zu sehen ist, ist aber natürlich der Name hier, den können wir, wenn wir jetzt einfach hier leer lassen, das Feld und mit OK, das wird nicht funktionieren. Deswegen werden wir jetzt hier mit einem ja, kleinen Trick arbeiten. Wenn wir das jetzt hier einmal den Namen löschen und dann bei gedrückter Alt-Taste und dann über den ja, Namenlog Pad hier die Zahlen 0160, glaube ich, war das und dann auf OK klicken, ist der Name auch weg hier und dann sieht es eben hier so aus, ja, wenn jemand jetzt hier auf die Schnelle schaut. Den sieht er nicht so schnell. Zack. Ja, das war's eigentlich für heute ganz kurz. Ja, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis nächste Mal.